Rede heute Abend hier halten. Liebe Mitglieder, mit der Gründung der deutschen Neuen Partei ist endlich eine große Lücke in der Parteienlandschaft unserer Heimat geschlossen worden. Widmen wir uns jetzt also fortan dem unermüdlich nächtlichen Kampf gegen die unselige Zeitverschwendung durch stupiden Schlaf und spießiges Fernsehen. Es leben der Suff und der ungezügelte Sex, der hemmungslose Spaß und das Feiern bis zum Morgengrauen. Ja, unsere politischen Gegner erzittern bereits vor unserem allmächtigen Aufgebot. Längst haben wir die K-Eulen gezückt, sodass wir sie vor Schmerz H-Eulen hören, wenn sie sich B-Eulen geholt haben bei dem Versuch, uns bei unserem Flug durch die politische Galaxie aufzuhalten. Mit G-Eulen werden wir sie überrennen, sodass sie nicht einmal mehr an Zapf-Eulen anhalten müssen. Nach unserem Sieg werden wir uns Denkmäler auf S-Eulen bauen, so groß, wie sie noch nie jemand vorher gesehen hat. Ja, die deutsche Eulenschaft erhebt sich über die Nacht und wird herrschen über das Tierreich. Wir kennen uns mit Vögeln aus. Das zwitschern alle Vögel schon von den Dächern. Unter den Zeichen der Eule soll alle Vogelwelt vereinigt sein. Ich kenne keine Falken mehr, ich kenne keine Tauben mehr, ich kenne nur noch Eulen. Und so wollen wir also in den Wettstreit treten, wer der größte Depp, also der größte deutsche Eulenpartei-Patriot, sein wird. Wir wissen ja, die Eule fällt nicht weit vom Stamm. Und obwohl wir uns hier so vehement für unsere bewaldete Heimat einsetzen, werden wir Europa nicht im Stich lassen. Wir werden Eulen nach Athen tragen, wenn wir damit Griechenland retten können. Um den Euro zu retten, fordern wir die Übernahme der Eule als Prägung auf jedem Euro-Stück. Nur so kann diese Währung hart gemacht werden für die Zukunft. Der Euro darf nicht vogelfrei sein. So, die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich komme nun zum Ende. Lassen Sie uns unsere Krallen wetzen und auf den politischen Gegner herumhacken. Er hat es verdient. Möge die Nacht mit uns sein. Danke.